Die Bonner Entwickler haben Space Rift von Grund auf für VR-Headsets geplant, designt und optimiert. Mein Name ist Jurek Malotke, ich bin hier der Lead Artist. Das heißt, ich gebe so die visuelle Richtung vor für das Spiel und ich entscheide im Grunde genommen, was reinkommt an optischen und was nicht. Das Besondere an Space Rift ist klar die Storyline und das storylastige Gameplay in Kombination mit den VR-Headsets. Dadurch taucht der Spieler sehr tief in diese Story ein und sie ist noch viel mitreißender und immersiver, als es im klassischen PC-Gaming der Fall ist. Also im Moment ist es gerade so, dass die meisten VR-Titel noch nicht fertig sind. Wir haben sehr viel Early Access im Oculus Store oder auch auf Steam. Oder Technik-Demos, wo man also das Potenzial von VR erstmal sich anschauen kann, vielleicht auch für Leute, die so eine Brille noch nie auf hatten. Aber Space Rift ist ein vollständiges Spiel, das man in mehreren Stunden durchspielen kann, wo man auch nach einer halben Stunde immer noch etwas Neues sieht, mit Anfang und mit Ende und mit sehr vielen verschiedenen Mechaniken und Features. Spacecraft registered. No ID. There she is. Perfect timing. Incoming message from no ID. Oh no! Cut that off! Context error. Cut that off. Rephrase the sentence. This is Anoxia station. You have to be fast. Computer, abort transmission. Get in range of the jumping drone. Alert. High treason. Come on, really? Pilot in contact with wanted criminal. You gotta be. Shutting down life support. What is wrong with you idiotic robots? Also Space Rift unterscheidet sich von anderen VR-Titeln, denke ich, dadurch, dass wir sehr stark auf Story und die cineastische Darstellung für den Spieler gegangen sind. Man würde bei einem Space Game erwarten, dass es wirklich nur Rumgeballere ist und dass man irgendwie eine Mission nach der anderen abarbeitet, jetzt ohne große Story-Elemente zu haben. Aber bei uns ist das tatsächlich eher ein Spiel, wo man eine lineare Handlung durchspielt und halt zwischendurch auch immer wieder Action-Sequenzen hat und verschiedene Tätigkeiten machen kann, wie Mining, aber auch andere Sachen in seinem Cockpit interagieren kann. Und wir haben halt eine riesige Story jetzt da dran, mit über 12.000 Wörtern in den Dialogen quasi und eigenen ausgearbeiteten Charakteren, mit die jeweils ihre eigene Biografie geschrieben bekommen haben und quasi einen Anfang und ein Ende zu dieser Story wirklich gemacht haben, was auch Sinn ergibt. Ich denke, dieser storylastige Aspekt von dem Spiel ist etwas, was andere VR-Spiele noch gar nicht so stark probiert haben. Es gibt nur wenige Titel momentan, die auch versuchen, diesen Weg zu gehen. Wir bieten dem Spieler geskriptete Missionen und eine Story, die im Vordergrund steht, und probieren uns damit von dem Rest der Space-Spiele und VR-Spiele abzuheben. Kinoartige, quasi cineastische Story erlebt am eigenen Körper. Also man befindet sich im Weltraum, man fliegt durch verschiedene Umgebungen und kann sie auf sich einwirken lassen. Man erlebt eine Story, wo Charaktere mit einem sprechen und wo man quasi im Kopf des Protagonisten wirklich die ganze Geschichte miterlebt. Und es ist ein in sich abgeschlossenes Spielerlebnis. Still no life signs. There's one escape pod missing. So that's it? What happened to the rest of the crew? No clue. But the scan revealed more traces of that material we're looking for. Was ich immer nicht so toll fand, jetzt vor allem an der ersten Phase von VR, ist, dass sehr, sehr viele, und klar, das muss auch so sein, sehr, sehr viele Prototypen existieren, aber quasi keine vollumfänglichen Spielerlebnisse. Und wir wollten halt auch das Erste, was wir machen, nicht als Arcade-Spiel oder als kleines Spiel machen, was nur aus irgendeiner simplen Spielmechanik besteht, sondern wirklich ein Spielerlebnis bauen, was von A bis Z dem Spieler das bietet, was er von einem normalen Spiel erwarten würde, aber halt komplett mit VR auch spielbar ist. Und wir legen den Fokus nicht nur auf den Kampf, sondern auch aufs Mining und aufs Erkunden der Welt. Und wir haben ansprechende Sektoren und Level gestaltet, die alle verschieden aussehen und dem Spieler viel Raum geben und viel Platz geben zum Erkunden und auch zum Erkunden einladen. Dadurch, dass man im Prinzip handgemachte Sektoren hat, also eigens erzeugte Level mit jeweils einer eigenen Handlungs,
jeweils einem eigenen Handlungsstrang, dass man auf verschiedene Weisen interagieren kann mit Elementen in den jeweiligen Leveln, bekommt man eine Abwechslung rein über das Level-Design, über das Gameplay allgemein, was sich nicht nur auf Kämpfen beschränkt, sondern auch auf Mineralien abbauen, interagieren mit verschiedenen Elementen im Level, sei es jetzt irgendwas zu scannen oder irgendwas zu aktivieren. Wir haben sehr viele verschiedene Spielmechaniken drin. Das fängt also an beim Space Mining, wo man Asteroiden abbaut. Da haben wir verschiedene Typen drin. Das ist unser, ich würde mal sagen, unser Core-Gameplay. Das Gameplay wird abwechslungsreich gestaltet dadurch, dass wir verschiedene Fokuspunkte haben da drin, die unabhängig voneinander designt wurden. Also zum Beispiel das Mining-Game, da hatten wir die Idee, dass den Charakter auf dem Bildschirm spielen zu lassen. Also dass es sowohl in 3D als auch in 2D auf dem Bildschirm vor einem passiert. Das ist eine sehr interessante Mischung, die uns sehr gut gefallen hat in der Umsetzung. Und dann wechseln sich einfach diese Phasen im Gameplay immer wieder ab. Also dass man zum Beispiel eine Phase hat, wo man ein Objekt untersucht. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber dann gibt es manchmal große Dinge im Weltraum, um die man herumfliegt und sich überlegt, was da wohl sein könnte. Und dann kommen immer wieder Wellen von Gegnern, gegen die man kämpfen muss. Und diese Kampfsysteme zu designen hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir auch unterschiedliche Gegnertypen haben, gegen die man ganz anders kämpfen muss. Außerdem ist natürlich klassischer Space Dogfight Kampf gegen bedrohliche Drohnen drin. Das darf natürlich nicht fehlen. Man kann sein Schiff aufrüsten. Wir haben neben dem Kämpfen mit Mining und mit dem Erkunden zwei weitere Mechaniken drin und wir probieren immer einen Wechsel zwischen allen drei Mechaniken zusammenzubekommen, sodass man nicht zu lange immer das Gleiche macht. Spaceworld wird zum Start hin auch ohne VR-Headset spielbar sein. Man muss aber ganz klar sagen, dass es aktuell für VR-Headsets optimiert ist und das beste Gefühl und das beste Spielerlebnis eindeutig auf den gängigen VR-Headsets zustande kommt. Es wird sich dann zeigen, wenn das Spiel letztendlich fertig ist. Jeder, der schon mal ein Spiel entwickelt hat, weiß, wie stressig die letzten Wochen sind und wie viel da eigentlich noch umgeschmissen wird. Aber vom jetzigen Standpunkt aus kann ich sagen, stellvertretend auch für alle, denke ich, dass das, was bisher drin ist, dass wir da sehr zufrieden mit sind, dass wir sehr hart dran gearbeitet haben und man auch auf jeden Fall das sieht. Space Rift. Available summer 2016 for PC, Android and PlayStation VR.